Es wird wieder ganz spannend, weil Julienkos Freundin ihrer neuen, wirbt für Fake Shop und findet es danach noch lustig. Ist ja nicht so, als hat die sich in letzter Zeit eh schon unsympathisch gemacht, weil sie für Online-Glücksspiel bzw. diese Lotterie-Werbung gemacht hat. Aber nein, es geht weiter. Es ist nicht Sonntag 18 Uhr, sondern Montag 18 Uhr mit eurem Gast. Aber ich kann es erklären. Denn das heutige Thema hatte so viele Wendungen, dass es mir einfach nicht möglich war, pünktlich zu sein. Dafür ist es aber... Sage ich auch immer jetzt in meinem Leben, Chat. Mein Leben hat gerade so viele Wendungen, dass es mir einfach nicht möglich ist, pünktlich zu sein. Wirklich spannend. Denn vor einigen Tagen machte Tanja Makaric, ihr wisst schon, die Freundin von Julienko. Und Julienko ist der Typ, von dem man nicht genau weiß, was er eigentlich auf Instagram macht. Aber er ist einfach da. Julienkos... Selbes wie mein. Hi, Freunde. Ey, Leute. Und ja, Tanja hat Werbung für Chakrasteine gemacht. Oh mein. Nein, bitte nicht. Mein Gott, Leute. Ich habe ein Paket von Zodiac Essential bekommen. Ich kann das alles nicht mehr. Mit so Chakrasteinen. Kann sie die Chakrasteine mit ihren langen Nägeln überhaupt anfangen? Anfassen? Unter anderem hat sie fragwürdige Aussagen gebracht. Der stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt und so weiter. Mein Chakra kann das auch alles nicht mehr. Leute, das Leben kann so einfach sein. Ihr habt Depressionen, wieso holt ihr euch denn nicht einen Depressionen-Chakrastein? Selber schuld, wenn ihr euch keinen Depressionen-Chakrastein holt. Alter. Konnte die Steine nicht richtig auseinanderhalten. Das zum Beispiel ist hier der Rosenquarz und das ist der Stein der Verliebten. Und dabei stellte sich heraus, dass diese Firma an sich gar nicht richtig existiert, sondern es sich hierbei um einen Prank eines YouTubers handelt. Achtung, es ist kein Spoiler, obwohl das Thema wirklich relativ neu ist, wurde schon mehrfach von einigen Seiten darüber... Marvin ist wieder am Start und er hat tatsächlich Julienkos Freundin ranbekommen. Oh nein. Ist es schon öffentlich, sein Video? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Berichtet. Und es stellte sich heraus, dass es hier um den YouTuber Marvin handelt, der eben für genau diese Aktion bekannt ist. Und ich will Marvin nicht die Bühne nehmen dafür, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein wirklich wahnsinnig tolles Video machen wird. Vor allem mit diesem Superstar. Und wenn das Video online kommt, kann er mir auch super gern Bescheid sagen. Dann verlinke ich das Video. Aber in diesem Video geht es primär um Tanja und warum diese Art von Aktion und vor allem ihre Reaktion. Ja, was soll ich euch sagen? Lustig. Nicht sonderlich lustig es war. Es ist übrigens schon wieder soweit, Leute. Madeira ist mal wieder am Start. Danke für dieses Wasser, dass das mal wieder so voll ist. Ich wollte ja auch was haben für mein Geld. Heißt, wenn ich dieses Wasser jetzt aufmachen möchte, läuft es auch ganz konkret die ganze Zeit auf, weil Madeira es nicht gebacken bekommt, Flaschen auf einem normalen Level zu füllen. Ich will nur noch, dass auf Madeira die Chipstüten so fett sind, dass man sie nicht aufbekommt. Das Gegenteil einfach. Gegen ein Gesetz verstoßen hat. Das alles heute live am Sonntag. Am Montag um 18 Uhr mit eurem Girl Sascha. Mann. Aber nochmal von vorn. Tanja hat letzten Freitag eine Werbung gemacht. Ich habe ein Paket von Zodiac. Die Leute, die das Wasser befüllen, haben auch auf Hauspartys die Mission gemacht. So sieht's aus. Bin schon gekommen. Mit Karten. Mein Gott, mit so Chakrasteinen. Jedenfalls, wie gesagt, glaube ich daran. Und hier habt ihr dann auch noch so Chakrasteine von Zodiac Essential. Und aber wieso flüstert sie die ganze Zeit so ein klein wenig? Ist es das ruhige Chakra, was auf sie wirkt, dass sie ganz entspannt reden lässt? Die erinnern mich total an die Malediven, weil wir sollten uns immer Steine aussuchen und die beim Meditieren jedes Mal bei uns tragen. Je nachdem, was wir uns für einen Stein ausgesucht haben, kommt es an eine bestimmte Körperstelle. Das Ganze wurde mir von einer Zuschauerin zugetragen. Übrigens könnt ihr das Ganze natürlich auch tun. Wenn euch etwas unfassbar suspekt vorkommt, dann schreibt mir gerne. Auf jeden Fall fand sie das Thema komisch. Beim Ansehen der Werbung kam ich mir auch etwas komisch vor, denn es wurden wahnsinnig viele Aussagen getroffen, die so extrem fragwürdig waren. Das zum Beispiel ist hier der Rosenquarz und das ist der Stein der Verliebten. Das finde ich wirklich richtig schön. Was der auch macht zum Beispiel ist, der stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt und so weiter. Aus reiner Neugier schaute ich mir dann diese Webseite an, als auch das Impressum und fand dort diverse Unstimmigkeiten. Sowohl die Handelsregisternummer als auch die Steuernummer gehörten jeweils einer anderen Firma mit unterschiedlichen Sitzen. Des Weiteren konnte ich bei NorthData keinen Eintrag zu einer GmbH finden und auch Google Maps leitete mich bei dieser Adresse
zu einer Musikschule. Da ich gerade in Berlin war, dachte ich mir, dass ich einen kleinen Ausflug dahin mache und stellte dabei fest, dass die Firma dort nicht ihren Sitz hat, sondern diverse andere Firmen, unter anderem ein Unternehmen, das Geschäftsadressen vermietet. Und die Adresse kann man dann gegen einen monatlichen Betrag im Impressum angeben. Und auch hier ein Spoiler, man muss tatsächlich nicht erst nach Berlin. Sowas geht, wie dreist und frech. Du kannst ein Impressum mieten, basically, wenn du kein Impressum, weil ein Impressum musst du ja haben. Es ist ja illegal, kein Impressum zu haben. Um herauszufinden, dass die Firma dort nicht ihren Sitz hat, sondern man kann das Ganze ganz leicht überprüfen, indem man die Adresse gegoogelt hätte. Aber das war nur so ein netter Nebeneffekt für die Zuschauerschaft. Wer ganz gutgläubig ist, hätte spätestens beim Zahlungsvorgang gemerkt, dass hier der Name Marvin Wildhage angegeben wurde. Und wenn man diesen googelt, findet man auch... Da muss man dann doch legal bleiben. Ganz leicht heraus, dass Marvin eben mehrere Videos wie diese auf YouTube hat, wo er diverse Influencer hinters Licht geführt hat. Aber natürlich ist es auch schwer festzustellen, denn Influencer zahlen generell nicht für ihre Sachen selbst, sondern kriegen prinzipiell alles umsonst. Ich gebe keine 50.000 Euro für eine Küche ein, die ich nachher in der Wohnung lasse. Oder für Einbauschränke, die ich nachher in der Wohnung lasse. Das läuft auf Kooperationsbasis, sonst würde ich das nicht machen. Also ich habe kein Geld zu verschenken. Die bodenständige Mrs. Bella. Schenken. Im Nachhinein kamen noch mehr Details zum Vorschein. Unter anderem, dass die Vertretung der Firma übersetzt Falle heißen soll oder eben stupide Namen verwendet wurden, die was mit dem Boden des Mannes zu tun haben. All diese Dinge scheinen aber eher, als wären es Easter Eggs, als mehr ein Detail, woran man sich wirklich hätte orientieren können. Also alles eher spaßig gemeint. So stellte dann auch Tanja mit Erschrecken fest, dass sie geprankt wurde von eben Marvin, der sich selbst auch in einer Karte zu erkennen gab. Sie nahm es vermeintlich sehr locker und ging damit sehr, sehr lustig um. Ja, was soll ich euch sagen? Ja, ich wollte auch gerade sagen, Marvin macht wirklich manchmal random Sachen, die niemand findet. Also da wäre jetzt ja niemals auf dem ganzen Planet jemand drauf gekommen, oder? Das Ding ist halt, sich damit besser auseinanderzusetzen, ist da halt schon die Aufgabe. Oder halt einfach keine Werbung zu machen für halt, weiß nicht, magische Tarotkarten und Steine. Erkennen gab. Sie nahm es vermeintlich sehr locker und ging damit sehr, sehr lustig um. Ja, was soll ich euch sagen? Lustig. Also wie soll ich denn sagen? Lustig. Stört mich gar nicht, dass mein Image jetzt komplett angekrackt ist. Ich finde es wirklich lustig. Ist ein guter Witz, Marvin. Danke, dass du mich damit reingezogen hast. Gut gemacht von dem Marvin und unserem Team. Hat er ein gutes Team hinter sich. Schade nur, dass er nicht den vollen Preis bezahlt hat oder zahlen musste. Aber gut gemacht. Muss man ihm lassen. Es ist schon sehr gut, dass sie es nochmal sagen möchte, dass sie hier nicht ganz bezahlt wurde. Also ist ja eine Dreistigkeit. Lustig und gut gemacht. Und hat er uns ranbekommen. Ich räuche jetzt extra alles noch mehr aus. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist schon sehr, sehr witzig. Das Problem ist aber, dass es eigentlich gar nicht lustig ist. Das ist wirklich schon sehr, sehr witzig. Klar, sie macht Werbung, die sie nicht durchdacht hat. Das ist tatsächlich nichts Neues in ihrer Vergangenheit. Aber vor allem ist es auch fahrlässige Werbung gewesen. Denn Tanja behauptet von sich selbst, dass sie an diese Art von Dinge glauben würde und sie unterstreicht das auch in ihrer Werbung. Jedenfalls, wie gesagt, glaube ich daran. Mir hilft sowas sehr. Ich manifestiere alles im Leben. Ich muss euch aber leider ehrlich sagen, ich glaube an sowas. Ich glaube an Heilkristalle. Ich hatte die immer beim Schwimmen dabei. Ich glaube ans Universum. Ich glaube an so Steine und deswegen fand ich es auch eine coole Kooperation. Und den Punkt gebe ich ihr und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, dass sie eben an sowas glaubt. Auch wenn ihr an Heilsteine glaubt, ist das in Ordnung. Aber das Problem ist, dass sie Aussagen gebracht hat, die wirklich nicht in Ordnung waren. Der stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt. Ja, den Part finde ich wirklich schwierig, weil sich da Leute wirklich denken, dass das vielleicht was hilft bei Depressionen. Habt und so weiter. Vor allem hat man einfach gemerkt, dass sie sich gar nicht auskennt, obwohl sie ja zugibt, dass sie an sowas glaubt. In dieser Story erzählt sie etwas von einem Rosenquarz. Das zum Beispiel ist hier der Rosenquarz und das ist der Stein der Verliebten. Das finde ich wirklich richtig schön. Der stärkt zum Beispiel die Empfänglichkeit der Liebe oder der Verliebten. Und das ist alles schön und gut, aber das Problem ist eben, dass es kein Rosenquarz ist, was sie in der Hand hält, sondern roter Jaspis. Aber wenn man das ein wenig googelt, dann stellt sich heraus, dass diesem Stein eine ganz andere Wirkung zugeschrieben wird als Rosenquarz. Und wer es ganz simpel halten möchte, Rosenquarz ist rosa,
Roter Jaspis ist rot. Das kann man ganz leicht unterscheiden. Und dafür muss man kein Experte sein, um das zu unterscheiden. Ebenfalls, wenn man sich nicht ganz mit den Eigenschaften auskennt, kann man das auf der Webseite, die von Marvin erstellt wurde, nachschauen. Denn jedem einzelnen Stein wurde eine besondere Wirkung zugeschrieben. Der eine Stein soll ein Patentrezept für psychische Erkrankungen sein. Der andere Patentrezept hingegen, nämlich von dem Tanja eigentlich redet. Das zum Beispiel ist hier der Rosenquarz und das ist der Stein der Verliebten. Soll die Fruchtbarkeit fördern. Unter anderem soll Rosenquarz auch bei Herz... Immer dieses Emoji mit diesen Händen auf dieser Frau hier. ...das Kreislaufproblem helfen. Und wer ganz viel glaubt wie Tanja, kann mit einem Stein sogar Krebs heilen. So schreibt es zumindest die Seite. Aber nur in Einzelfällen. Ich finde die Seite sehr, sehr cool. Und ich habe auch einen Code für euch. Und auch natürlich. Tanja schreckt nicht davor zurück, diese Heilversprechen bzw. unterstützende Wirkung in ihrer Werbung zu verwenden. Der stärkt... eure Seele, wenn ihr Depressionen habt und so weiter. Und so weiter. Also beim spirituellen Weg, finde ich, muss man immer seinen eigenen finden. Klar muss jeder seinen spirituellen Weg finden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn du aber diesen missbrauchst für eine Werbung und dann mit einem 10%igen Code dafür wirbst, dass dieser indirekt Depressionen heilen kann, dann ist das schon grob fahrlässig. Aber wie reagiert Tanja nochmal, als sie rausgefunden hat, dass es ein Prank war? Lustig. Also gut gemacht. Schade nur, dass er nicht den vollen Preis bezahlt hat oder zahlen musste. Aber gut gemacht. Und klar, warum auch nicht? Denn es war ja an sich nur ein lockerer Spaß und man muss einfach drüber stehen und sich das eingestehen. Aber an sich ist es nicht so locker und an sich hat sich Tanja auch nichts eingestanden. Und vor allem ist das Ganze eigentlich kein harmloser Scherz, sondern beweist, wie unwissentlich einige Influencer mit ihrer Verantwortung umgehen. Denn Tanja bewarb eine Fake-Seite, zwar unwissentlich, aber die Fake-Seite enthielt diverse Beschreibungen, die gegen das Heilmittelwerbegesetz verstößen. Um das mal kurz aufzuschlüsseln, was das ist. Im Heilmittelwerbegesetz wird darauf hingewiesen, dass irreführende Werbung... Ja, Tanja versucht aber auch in so einem Sammelbuch Werbung zu sammeln, die irgendwie moralisch nicht geil ist oder gegen Gesetze verstößt. Also nachdem das Online-Lotto kam, kommen jetzt die Heilsteine. So was will die Frau noch machen? Shein und diese ganzen Marken, für die immer Werbung macht. Im Medizinrecht Trendyol. In jedem Fall unzulässig ist. Um eine solche Art der Werbung handelt es sich beispielsweise, wenn... Sie hat eine Bucketlist. Medizinische Produkte, Behandlungen oder anderweitige Gegenstände eine bestimmte Wirkung... Ich glaube, Nestle fehlt noch bei ihr und Dr. Smile vielleicht noch. ...oder Fähigkeit nachgesagt wird, die sie in Wirklichkeit nicht besitzen. Unter anderem solche Dinge wie Krebs heilen, Fruchtbarkeit fördern oder dass sie indirekt bei Depressionen helfen sollen. Seiten, die ihr im deutschen Raum findet, enthalten eine Belehrung zu genau dem Heilmittelwerbegesetz, wo unter anderem darauf hingewiesen wird, dass die Wirkung dieser Heilsteine, der Kristalle, der Mineralien nicht wissenschaftlich bewiesen ist und es auch keinen ärztlichen Rat ersetzt. Viele Seiten im deutschsprachigen Raum weisen darauf hin, da sonst Abmahnungen drohen, auch untereinander. Aber ich habe auch einige Seiten gesehen, die nicht darauf hinweisen. Ich vermute, dass es entweder an der objektiven Beschreibung der Steine liegt und ihnen keine Wirkung nachgesagt wird oder die einfach keine Lust drauf haben, ich weiß nicht. Und wenn das eine Seite nicht macht und sogar auf die Kacke haut, indem sie Dinge wie Krebsheilung dahinschreiben oder es wäre ein Patentrezept für psychische Erkrankungen, der stärkt eure Seele, wenn ihr Depressionen habt und so weiter, dann musst du dir im Klaren sein, dass du für diese Art von Seite nicht werben kannst. Und so klug müsste man sein, um sich wenigstens ein paar Zeilen Seiten durchzulesen, die du bewirbst. Auch Tanjas Story enthielt kein einziges Wort zum Heilmittelwerbegesetz, sondern nur die Aussage, dass sie ihm daran glaubt. Jedenfalls, wie gesagt, glaube ich daran. Ich muss euch aber leider ehrlich sagen, ich glaube an sowas. Ich glaube an Heilkristalle. Benutzt einen Stein. Gibt es einen Stein für Sonnenbrand? Ein Heilstein? Ich hatte die immer beim Schwimmen dabei. Was nochmal nicht schlimm ist, jeder hat seinen Glauben, das ist vollkommen in Ordnung. Aber es gibt eben gerade bei diesen Fällen definierte Gesetze, woran man sich halten muss. Egal wie doll man daran glaubt und egal wie wenig man sich vor allem damit auskennt, muss man diese Hinweise liefern. Wer das nicht tut, riskiert eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Verstoßen Betroffene aus Fahrlässigkeit gegen § 3 des Heilmittelwerbegesetzes. Dagegen geht das Gesetz jedoch von einer Ordnungswidrigkeit aus, die eine Geldbuße von bis zu 20.000 Euro nach sich ziehen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das Fahrlässigkeit? Wusste sie das? Wäre in dem Fall die Firma dafür zuständig, sie darauf hinzuweisen oder liegt es in der eigenen Verantwortung, das herauszufinden? Des Weiteren muss man sich natürlich fragen, welche Zielgruppe sie mit dieser Art von Werbung erreicht, denn das Thema ist aktuell unfassbar populär auf den Social-Media-Plattformen. Was ich mir vorstellen kann, der Grund dafür sein kann, warum Marvin ausgerechnet dieses Produkt dafür gewählt hat. Und der Jugendliche läuft
laut Studien anfälliger sind, auf Social Media beworbene Produkte zu kaufen, schließt es sich nicht aus, dass der beworbene Hype genutzt wird, um massiv Geld zu verdienen, ohne dass man sich richtig informiert hat. Denn nochmal, dass es eine Fake-Seite ist, war nicht schwer zu entziffern. Und man konnte durch einmaliges Googeln herausfinden, dass weder die Firma existiert, noch die Adresse der Firma. Da ist halt so krass die Frage, das sind so reiche, große Influencer, die haben, wieso haben die so scheiß Managements, dass so Anfragen überhaupt durchkommen? Ich schwöre, mein Management wird das nicht durchgehen. Zugeschrieben wird und alle anderen Daten gar nicht. Nicht mit der Firma zusammenpassen. Klar kann man argumentieren, dass Zodiac Essentials eine Instagram-Seite besitzt, wo seit August 2022 regelmäßig Bilder gepostet werden. Jedoch sind diese so oberflächlich, dass es kaum reicht, um das als Grund zu nehmen, dass die Seite so unfassbar echt wirkte. Krass, und wie lange Marvin das geplant hat. Ist das Ganze wirklich so lustig, wie Tanja das hinstellt? Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist schon sehr, sehr witzig. Also, Monte ja. meinte zu dem Video, dass sein Management auch nicht macht. Also nicht ausfiltern. Montes Management muss doch ausfiltern. Der kriegt doch so viele Anfragen täglich. Wir haben jetzt gerade die ganzen... Achso, nee, Impressums anschauen. Boah, weiß ich nicht. Einzelheiten bekommen und... Ja, also ich mache halt fast ausschließlich Werbung für Marken, die ich schon über längeren Zeitraum kenne. Wenn es jetzt was ist, was man aber noch nicht kennt, was ganz, ganz, ganz neu ist, dann würden wir safe auch gucken, was da abgeht. Ein Prank, aber für sie ist das Ganze nicht lustig. Und Tanja will besonders lustig sein und redet davon, dass leider nicht der volle Betrag für ihre Werbung bezahlt wurde. Schade nur, dass er nicht den vollen Preis bezahlt hat oder zahlen musste. Und ich frage mich, wie kann man eigentlich so dreist sein? Tanja hat bereits in der Vergangenheit Werbung für eine nicht ganz legale Seite gemacht, nämlich Lottoland. Dazu gibt es ein ganzes Video, aber nochmal in Kürze. Lottoland ist eine Seite, die keine Lizenz in Deutschland besitzt und deswegen auch illegal ist, wurde aber von diversen Influencern auf dem deutschen Markt promotet, ohne eine rechtliche Konsequenz. Und dazu hat Tanja auch nie Stellung gemacht. Stattdessen wirkt sie einfach weiter und erzählt, dass sie eben an diese Art von Dingen glaubt und dass es eben ein lustiger Prank war. Das ist ein lustiger Prank und ich finde es auch toll, dass sie daran glaubt. Aber wisst ihr, woran wir noch glauben müssen? An das Gesetz. Um genauer zu sein, an das Heilmittelwerbegesetz. Und von Tanjas Seite wurde das Ganze mit einem Lächeln und einem frechen Spruch abgetan. Denn sie will das Ganze einfach umdrehen und sagt, ja, gut, lustig gewesen. Und ja, ihr habt nicht ganz viel Geld bezahlt, aber hast du super gemacht, Marvin. Und ja, das hat der Marvin super gemacht. Aber das Problem ist, es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht lustig und man kann auch keinen lustigen Spruch dazu bringen, denn seiner Zuschauerschaft etwas zu präsentieren, unter anderem einen falschen Stein, von dem man eine Wirkung nachsagt, dass er unterstützend gegen Depressionen hilft, das ist grob fahrlässig. Also ich muss sagen, ich finde das Video von Sascha gut. Ich finde gut, dass sie das anspricht. Ich finde gut, dass sie es auch wieder zeigt mal, weil sie das bei Tanja ja öfter zeigt mit der Werbung. Finde ich gut. Ich finde ein 15-Minuten-Video für dieses eine Thema ein Ticken zu lang. Und ich finde, sie hat noch krass moralisch beschissenere Sachen gemacht. Also El Gordo und ihr Trendyol zum Beispiel, die Werbung, die sie dauernd macht mit Julienko, finde ich noch unmoralischer. Aber es ist trotzdem gut, dass Sascha mal was zu sagt. Für mich zieht sich das Video nur einen Ticken lang, weil es halt im Endeffekt derselbe Punkt die ganze Zeit ist. Und verlangt vor allem eine Entschuldigung und eine Klarstellung. Und nicht gegenüber Marvin, das ist erstmal egal, sondern gegenüber ihren Zuschauern. Denn hier wurde offensichtlich die Gutgläubigkeit, die Ängste, als auch die psychischen Erkrankungen der Zuschauerschaft genutzt. Und das Ganze, wie sie selbst sagt, für nicht mal den vollen Betrag. Und man kann jemandem nicht verübeln, dass er diese Art von Kleinigkeit und Easter Eggs, die mehr ein Spaß sein sollen, nicht sieht. Jedoch wer das hätte ich auch nicht gesehen. Steine bewirbt unter der Prämisse, dass es bei Depressionen helfen soll und dabei auch noch den falschen Stein in der Hand hält, der kann sich ja nicht im Nachhinein hinsetzen und das als Scherz abtun und dass er auf etwas reingefallen ist und dass das ja so lustig für alle ist, denn das ist nicht lustig. Und ja, Tanja ist anscheinend gewohnt, Schrott zu verkaufen, wenn man sich ihre letzten Kooperationen anguckt und ich weiß gar nicht, was ich davon schlimmer finde. Aber Trendyol? Ja, die macht immer noch Trendyol-Werbung, so ein Scheiß. Schrott zu verkaufen, wenn man sich ihre letzten Kooperationen anguckt und ich weiß gar nicht, was ich davon schlimmer finde, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht verstehen kann, was so eine... Die Frau hat mehr Follower auf Instagram als ich. Die hat 650.000. Die kriegt pro Story, keine Ahnung, 5.000, 7.000 Euro. Wieso macht man Werbung für so eine Scheiße? Die verdient so gut. Ich habe mich die letzten Tage nicht so viel gemeldet, da ich mich ja schon wegen des Videos oder wegen dem Prank gemeldet habe oder mich dazu geäußert habe. Aber ich habe mir nochmal Gedanken darüber gemacht. Zu meinen Äußerungen habe ich mir Gedanken gemacht und hat sie sich Gedanken gemacht oder hat sie Saschkas Video gesehen? Zu meinen Aussagen, die ich getätigt habe.
Ich habe euch ja auch gesagt, dass ich an sowas glaube, an die Energie des Universums, an die Heilsteine. Und in dem Zusammenhang habe ich dann halt auch gesagt, dass der Stein, den ich gezeigt habe, Depression oder von Depressionen heilt. Und das war auf jeden Fall falsch, denn natürlich ist es immer richtig, einen Arzt zu konsultieren. Und ich wollte niemals kranke oder schwache Menschen damit irgendwie ausnutzen. Und ja, das war auf jeden Fall falsch. Ich glaube an das Universum, ich glaube an die Heilsteine. Wir haben viel auf den Malediven damit gearbeitet. Und das mit den Heilsteinen habe ich da vor allem richtig kennengelernt. Aber es ist halt nicht wissenschaftlich bewiesen, dass diese Heilsteine zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Depressionen lindert oder Depressionen, dich von Depressionen heilt. Und ich weiß, welche Reichweite ich habe und die Geschichte hat mir... In Zukunft werde ich noch besser darauf achten, wie ich meine Inhalte gestalte. Gut, dann Chat, eine Entschuldigung kann man nehmen, kann man akzeptieren. Schauen wir, was sie daraus macht. Schauen wir mal, ob nächste Woche eine Trendyol-Werbung kommt oder ob sie es einfach lässt und mal darauf achtet, wie die Sachen produziert werden, für die sie Werbung macht, wo die Sachen herkommen, für die sie Werbung macht, was für Auswirkungen das hat auf ihre sehr junge Zielgruppe und wie das läuft. Ob in 2 Wochen eine Nestle-Werbung kommt oder ob sie ab jetzt wirklich einfach mal gescheite Placement macht. Eine Person auf Social Media macht. Ich bin natürlich gespannt auf das Video von Marvin. Natürlich ist die Frage, inwiefern man wirklich rechtliche Schritte einleiten kann, denn die Seite an sich war ja nicht echt, die Produkte waren ja mit Sicherheit auch nicht echt, sondern waren einfach von einer anderen Seite verkauft. Aber kann man sich aus der Affäre ziehen, nur weil man sagt, diese Seite ist nicht echt? Wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass Tanja fragwürdige Werbung macht und wie viel Gegenwind und Kritik braucht man noch, um zu verstehen, dass man seine Kooperationspartner wirklich mit Verantwortung aussuchen muss. Ich bin gespannt, wenn das Video von Marvin online kommt, inwiefern man überhaupt irgendwelche rechtlichen Schritte da einleiten kann. Natürlich könnt ihr mir auch gerne eure Meinung dazu sagen. Schreibt es mir in die Kommentare und gebt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben. Aber trotzdem ein gutes Video.